Montagmorgen in Recklinghausen. Wir sind Familie Nitschke aus Recklinghausen und beziehen Bürgergeld. Und wir schaffen es dank der Umschlagmethode, jeden Monat 1.000 Euro zu sparen. Trotz Existenzminimum konnten sie eine große Summe sparen. Dann haben wir insgesamt letztes Jahr über 10.000 Euro sparen können. Jetzt wurde auch noch das Bürgergeld erhöht. Die Erhöhung war für uns als Familie auf gut Deutsch überflüssig. Kurz vor 7 Uhr morgens. Wir besuchen Familie Nitschke. Vater Jan macht gerade eine Umschulung, ist schon außer Haus. Mutter Angelina sorgt dafür, dass ihr 10-jähriger Sohn und ihre 7-jährige Tochter pünktlich zur Schule kommen und befüllt ihre Frühstücksboxen. Guck mal, ich habe hier noch ein Stück Banane. Möchtest du mal ein Stück Banane? Ja? Super. Auch ihre 2-jährige Tochter und ihr 1-jähriger Sohn sind schon wach. Die 30-Jährige ist gelernte Einzelhandelskauffrau, hat 7 Jahre in verschiedenen Geschäften als Verkäuferin gearbeitet, zuletzt mit einem befristeten Vertrag. Denk an dein Hausaufgabenheft. Ja. Gut. Wo möchtest du hin? Ich komme. Ich bin arbeitslos seit Mai 2021. Aufgrund meiner Schwangerschaft konnte mein Chef im Getränkemarkt den Vertrag nicht verlängern. Nachdem die beiden ältesten Kinder in die Schule gegangen sind, bringt Angelina ihre 2-jährige Tochter Solina zu einer Tagesmutter direkt gegenüber. Das einmal reicht. Willst du noch klopfen? Morgen. Ja. Die geht seit einem Jahr zur Tagespflege und da fühlt sie sich auch wohl. Der Kleinste hat leider keinen Platz da bekommen und jetzt warten wir halt auf die Kita-Plätze. Wer bezahlt die Tagespflege? Das bezahlt das Arbeitsamt. Die Nitschkes wohnen auf 90 Quadratmetern, verteilt auf 5 Räume. Je 2 Kinder teilen sich ein Zimmer. Um kurz nach 8 Uhr sind alle von ihnen, bis auf den 1-jährigen Nathan, aus dem Haus. Zeit für Angelina Nitschke, sich um die Finanzen zu kümmern. Also wir schaffen es, 1.000 Euro im Monat zur Seite zu legen, dank der Umschlagmethode. Ich kann das einmal zeigen. Da arbeitet man quasi, man schreibt auf, was hat man, was sind seine Fixkosten und die Summe am Ende, die kann man halt dementsprechend für gewisse Dinge einplanen. Durch das monatliche Sparprogramm ist allein 2023 eine stattliche Summe zusammengekommen. Wenn wir alles zusammenrechnen und wir davon nichts ausgegeben hätten, dann haben wir insgesamt letztes Jahr über 10.000 Euro sparen können. Trotzdem sei das Bürgergeld für Angelina Nitschke nicht zu hoch angesetzt. Wir sparen das Geld ja, so wie es vom Jobcenter gewünscht wird, für bestimmte Kategorien wie Neuanschaffungen oder Notgroschen. Für Ausflüge legen wir das Geld ja auch zur Seite, also für die Freizeitaktivität. Und deswegen finde ich es schon, ist eine gerechtfertigte Summe. Seit dem 01.01.2024 bekommen Familie Nitschke und alle 4 Millionen erwerbsfähigen Bürgergeldempfänger in Deutschland mehr Geld. Alleinstehende 61 Euro. Bei den Nitschkes sind es 188 Euro. Und die werden direkt investiert. Also wir können auf jeden Fall unsere Altersvorsorge schon in Angriff nehmen und auch für die Kinder. Und haben da durch das zusätzliche Geld natürlich auch noch mal einen riesen Puffer. Obwohl sie davon profitiert, sieht sie die Erhöhung kritisch. Rein theoretisch bräuchten wir dieses Geld nicht. Also die Erhöhung war für uns als Familie auf gut Deutsch überflüssig. Familie Nitschkes Finanzen im Detail. Insgesamt stehen der Familie durch Bürgergeld, Kindergeld und Unterhalt 2.815 Euro zur Verfügung. Ihre Fixkosten liegen aktuell bei 662 Euro. Die Wohnung zahlt das Amt. Somit bleiben ihnen 2.153 Euro pro Monat zum Leben. Und das Geld wird am Anfang jedes Monats in bestimmte Umschläge gesteckt, die für Konsumkategorien stehen. Wir haben hier unseren Monat eingeplant in Wocheneinkäufen für Lebensmittel, morgens, mittags, abends. Wir haben ein separates Budget für Süßigkeiten und Energies und halt Drogerie, Apotheke, Snacks Outdoor, dann einmal Tabak und halt Sonstiges. Damit bezahlen wir meistens die Fahrkarten für die Kinder. So gebe die Familie nie mehr aus als für eine Kategorie eingeplant. Und es bleiben jeden Monat 1.293 Euro über. Diese werden in neue Sparumschläge aufgeteilt. Zum Beispiel, wir legen für unsere Kinder für die Geburtstage Geld zurück. Das ist jetzt der
Geburtstag meiner Tochter. Seit Mai tun wir da 12,50 Euro rein. Jetzt befinden sich aktuell 112,50 Euro drin. Trotzdem werde sie manchmal nachdenklich, wenn sie sieht, wie hart andere Menschen für so viel Geld arbeiten müssen. Ich habe teilweise ein schlechtes Gewissen, weil ich derzeit zwar arbeitsfähig bin, aber nicht arbeiten kann aufgrund meiner Kinder. Andererseits denke ich mir auch so, ich habe schon jahrelang vorher gearbeitet. Da ist es auch nur fair, dass ich auch diese Leistung dann mal in Anspruch nehmen kann, weil ich sie jetzt im Moment brauche. Heute erstellt Angelina noch einen Essensplan für die restliche Woche und will dann einkaufen. Auch das geschieht äußerst strukturiert. Ich schreibe eine Inventurliste von unseren Lebensmitteln, um daraus dann einen Essensplan gestalten zu können. Und für den fehlt gar nicht viel, denn der Kühlschrank ist gut gefüllt und es ist einiges vorgekocht. Für Montag brauche ich gar nichts, für Dienstag brauche ich auch nichts. Für Mittwoch bräuchte ich noch mal Würstchen und für den Nudelauflauf brauche ich noch mal Schinken, Sahne und ausnahmsweise gibt es mal bei uns Tiefkühlpizza. Und das war meine Einkaufsliste. Und mit der geht sie dann einkaufen. Ein Auto hat die Familie nicht. Es geht zu Fuß zum Laden. Die Einkaufsliste ist recht kurz. Pizza, Bratwürste, Schinken und Sahne. In ihrem Lieblingsdiscounter wird Angelina schnell fündig. Ich habe insgesamt für 17,51 Euro eingekauft. Und wie lange hält das jetzt? Das ist jetzt für unseren Wochenplan. Also der hält jetzt bis nächste Woche Sonntag. Auf dem Rückweg erzählt sie uns, dass es ihr wichtig ist, nicht dem Hartz-IV-Klischee zu entsprechen. Ich bin selber in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen. Deswegen habe ich da eigentlich keine Vorurteile. Es gibt natürlich Menschen, die ruhen sich natürlich gerne darauf aus. Die mag ich natürlich auch nicht. Am Nachmittag ist auch Angelinas Ehemann Jan wieder zu Hause. Die beiden sind seit 2 Jahren verheiratet. Vor 1,5 Jahren wurde er arbeitslos, weil er während der Probezeit eines neuen Jobs bei einem Sicherheitsunternehmen krank wurde und mehrere Wochen ausfiel. Da seine Frau zu dem Zeitpunkt schwanger war, wollte er sie dann zu Hause unterstützen. Da war ja das mit der Risikoschwangerschaft. Meine Frau durfte halt nicht schwerer als 10 Kilo heben. Die kurze war zu dem Zeitpunkt 10, 11 Kilo schwer. Dementsprechend durfte sie halt im Haushalt nichts machen. Und da musste ich mich halt darum kümmern, dass hier alles am Laufen bleibt. Doch kurz nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes bemühte sich der an Computern interessierte 29-Jährige um eine Umschulung zum ITler. Nach kurzer Zeit ermöglichte das Jobcenter ihm das. Vor dem Finanzmanagement seiner Frau hat er größten Respekt. Ich würde mal sagen, meine Frau ist die strukturierteste Person, die ich kenne. Also ich selber, ich könnte das nie. Nie im Leben könnte ich das so wie sie. Wenn ich überlege, wie ich vor ihr gelebt habe mit meinem Geld als Arbeitnehmer, da ging es den ganzen Monat so. Also wenn ich sie nicht hätte, dann würde es finanziell schlecht aussehen mit Bürgern. Ein großes Ziel hat Angelina Nitschke weiterhin vor Augen. Ich möchte, sobald mein jüngstes Kind auch in Betreuung ist, wieder Teilzeit anfangen zu arbeiten und je nach Alter der Kinder auch wieder Vollzeit.